Verfügung, die dann je nach körperlicher Einschränkung noch individuell auf die Person angepasst werden können. Es gibt Leute, die können nicht selbstständig sitzen, aber auch denen können wir Gelegenheit bieten, für dass sie eine Velofahrt machen können. Und wir haben Sicherheitsgurte auf den Sitzen und Brustbuckgurte und, selbst Nackenstützen und quasi so Kopfgurte, wo der Nackenstütze hinterherkommt, dass er schön angelehnt kann drin hocken oder drauf hocken. Der Verein bemüht sich, dass Passagiere bei der Fahrt zurücklehnen und entspannen können, sodass die Ausflüge zu unvergesslichen Erlebnissen werden. Weil das ist das, was sich der Verein für die Mitfahrer wünscht. Diesen Passagieren einfach wirklich Glücksmomente zu verschenken. Das ist eigentlich das A und O von Tandem Seeland. Weil ich bin in dieser glücklichen Lage, dass ich mit meiner Institution Tandem Seeland das machen kann, da wir ja nichts heuschen für unser Tun. Folgendessen können wir das einfach wirklich verschenken. Eine, die der gratis Spezialvelo-Verleih sehr zu schätzen weiss, ist dem Vereinsgründer seine Frau Esther. Ich finde, dass er gute Sachen braucht. Dass eben auch wir etwas unternehmen können. Wieder mal ins Grüne fahren. Wir sind beide Seifahrrentner. Dann haben wir schöne Zeit. Wenn das Wetter gut ist, und wir das Velo ausprobieren können. Das ist natürlich super für mich. Auf dem Velo fühlt sie sich glücklich und gut. Ich bin stolz, da vorne drauf zu hocken. Nebst dem Tandemfahren gibt er eine Position als Administratorin vom Verein Tandem Seeland Lebensqualität und Lebenssinn. Da wir gratis verleihen haben, müssen wir natürlich gerne Spenden suchen. Darum muss man immer dran sein. Du gehst wieder rauslassen. Das ist immer sein Kontoadresse. Das schreibt man einfach an. Einer dieser Sponsoren ist die Stiftung Cerebral, die sich um Menschen kümmert, die durch eine Hirnschädigung körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Tandem Seeland lebt von einer extrem schönen Eigeninitiative, von einer unglaublich grossen Energie und von einem Inhalt, der nicht geldtrieben ist, sondern der wirklich möchte, Freizeitangebote für Familien ermöglichen. Das mit sehr viel Freiwilligenarbeit, mit viel Engagement. Und darum war es für mich klar, dass unsere Stiftung Tandem Seeland unterstützt. Als Stiftung helfen sie Betroffenen und ihren Angehörigen unter anderem mit nötigen Pflegeartikeln und bieten viele verschiedene Freizeitangebote an. Zum Beispiel auch Skifahren anbieten, Schlittschuhfahren, Velofahren. Wir gehen reiten, machen Ausflüge, wir finanzieren Lager. Und da gibt es auch ganz viele Theater oder Kino oder was auch immer, wo mittlerweile zum Glück rollstuhlgängig sind. Und ich denke, dass die Schwellen sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren zum Glück auch abgebaut haben, auch aufgrund von privaten Stiftungen wie die Stiftung Cerebral. Zudem betreibt die Stiftung Cerebral in der ganzen Schweiz 17 Velostationen, die zu günstigen Preisen Spezialvelos gemietet werden können. Das Angebot wird sehr rege genutzt. Wir haben teilweise sehr grosse Mietstationen, bis 10 Velo in Murten zum Beispiel oder in Romanshorn. Da gibt es ganz kleine Angebote, wo ein, zwei Velo stehen. Und ich denke, es ist ein grosses Bedürfnis, dass die Familie zusammen etwas unternehmen kann, dass wir zusammen unterwegs gehen, weil oft ist es so, dass die Familie getrennt ist, dass dann die Mutter etwas macht mit einem nicht behinderten Kind oder Vater mit einem Behinderten oder umgekehrt. Und dass man zusammen Freizeitaktivitäten erleben kann auf eine unkomplizierte Art und Weise. Das ist sehr gefragt und darum wird das Angebot auch sehr genutzt. Der Daniel Zürcher hat einen Veloverleih in Lies aufgetan, der aber ein Jahr später wegen Platzmangel ist nach Studien verleiht wurde. Für alle, die also selber mal so ein Spezialvelo fahren wollen oder jemanden mit einem Tandem-Türchen beschenken wollen, ist am 23. Mai herzlich an das erste Frühlingsfest vom Verein eingeladen. Für Verpflegung und Unterhaltung wird gesorgt und auch die Stiftung Cerebral wird vor Ort vertreten sein. Ich denke, das ist vor allem eine schöne Aktion, damit Familien zusammenkommen, Leute zusammenkommen, die das interessiert, dass man sich auch kennenlernt untereinander. Ich denke auch Vernetzungsanlass.
Und ich denke, es hat genug Sachen, die schwierig sind im Behindertenwesen. Und ich finde es schön, wenn eben auch so Sachen stattfinden, wo man oft ungezwungen zusammenkommen kann, wo man sich austauschen kann. Und wo natürlich aber auch das Angebot von Tandem Seeland bekannter, noch bekannter soll machen und dann auch ein Angebot noch mehr genutzt wird. Genau das erhofft sich auch Esther Zürcher, die zudem mit viel Vorfreude auf die kommende Zeit wartet. Ein super Sommer, dass wir viel Ausfahrten machen können. Dass natürlich gerne auf die Spenden reinkommen, dass wir das Ganze aufrechterhalten können.